Hallo Leute und Shalom, wie geht's euch? So, mir ist gerade ein Missgeschick passiert. Ich habe gerade meine erste Folge aufgenommen, Genshin Impact. Aber ich habe vergessen, mich zu entstummen. Und deswegen mache ich einfach alles normal. Also ja, willkommen zu meiner ersten Folge Genshin Impact. Und ja, was machen wir heute? Also ich habe schon gemacht, weil ich ja gerade aufgenommen habe, aber ich habe gerade bestehe den gewundenen Abgrund Ebene 1 bis Raum 3. Das habe ich schon gemacht. Ich mach's nochmal. So. Ja, das machen wir heute. Und wenn euch jetzt schon mal die Folge gefällt, dann könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo oder schreibt irgendwas in die Kommentare rein, was ich als nächstes bringen soll. Also, ich hab viel vor. Ja. So, machen wir einfach nochmal. Wir hatten Noel, hatten wir. Dann hatten wir Xiang Ling, Fischl und mein Main Character. So. Ich meine mein Starter Character. So. Ja, also, ich habe geplant, dass ich erstmal Genshin Impact bringen werde und ich möchte auf jeden Fall noch viel, viel mehr Content bringen und ich streame auch ab und an auf Twitch. Den Link schreibe ich unten in die Videobeschreibung rein, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ankündigungen gibt's nicht, weil ich zu faul dafür bin und ja. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Also, wenn da unten steht, in dem blauen Kasten, auf dieser Ebene gültig, dann heißt es, weil da oben steht ja Ebene 1. Das heißt, dass das für die ganze Ebene 1 gültig ist. Wenn hier aber steht, in diesem Raum gültig, dann geht es nur für den Raum 1. Und dann nächsten Raum kriegen wir andere drei Karten. Deswegen nehme ich eigentlich immer das, dann nochmal das und am Ende kommt, glaube ich, irgendwas mit 20% mehr Damage oder so. Das ist eigentlich gut. So, dann machen wir das einfach nochmal. Und so. Ja. Ich aktiviere direkt den Schild, damit die mir kein Damage machen. Der zweite Raum ist relativ stressig. Geschafft. Erster Raum, 3 Sterne. Ja, dann machen wir direkt den zweiten. So, jetzt haben wir das ausprobiert. Ich habe meine Ultis nicht. Was ziemlich mau ist, weil hier kommen, glaube ich, jetzt zwei, diese fetten, ich weiß nicht, wie die heißen, diese großen mit Schildern. Und das ist ziemlich kacke. Erhöht den Schaden der Figur nach Rennen 8 Sekunden lang um 20%. Und 15 Sekunden Ablegzeit. Erhöht den Elementarfähigkeit. Erhöht dem mit Elementarfähigkeit verursachten Schaden der Figur um 20%. Verringert die beim Rennen verbrauchte Ausdauer der Figur um 20%. Ich würde sagen, das, damit wir nach dem Rennen nicht hassen müssen, falls uns ein Typ mit Schildern hinterherläuft. Dann machen wir 20% mit Damage für 15 Sekunden. Ich hasse Schilder. Spiel.
Haben wir es geschafft? Schade. Da werde ich jetzt schon gleich so wenig rede, aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, also ihr habt gerade gesehen, wie krass es sein kann. Ja, falls ich mein Video bringen soll, welche Elemente oder welche Elemente gut zusammenpassen, dann schreibt gerne in die Kommentare oder lasst es mich mit einem Like sehen oder was weiß ich. Ja, so, was machen wir jetzt? Der letzte Raum. Ich würde sagen, da erhöhen wir jetzt nochmal den Angriff, weil ich habe letztes Mal stellt den Truppengebieter sofort 25% wieder her. Das heißt, glaube ich, wenn ich, also ja, sofort gültig, weil ich keine Leben hatte. So, dann machen wir das jetzt einfach Damage. Vielleicht schaffen wir ja jetzt, drei Sterne. Ist hier auf jeden Fall schmackhaft. So, jetzt müssen wir nur 6 Gegner zerstören, aber dafür, glaube ich, so eine Hexe und so ein Typi. Egal, seht einfach selber, also. So. Ich muss jetzt mit ihr die Ulti aufbauen. Oha, direkt schon, habe ich ganz... Fuck, okay. So. Ich kann halt einfach bauen. Geschafft, 210 Sekunden. Das müssten 3,5 Minuten. Digga. Kacke, also wir könnten es mal probieren in der nächsten Folge, ob wir es noch mal schaffen auf 3 Sterne. So, dann hole ich noch mal die Belohnung ab. Das machen wir hier noch in der Folge. 7 Teile. Belohnung einsammeln. 200 Urgestein, Bohrer. Das haben wir geschafft. Noch nicht erreicht, leider. Ich habe nur 7. Ich muss die 2 Räume auffällig schaffen. So, damit haben wir. Wie viel Urgestein? Damit haben wir gerade 650. Ich will nämlich auf dieses Kleebanner, was bald rauskommt. Ich weiß nicht wann genau. Auf das will ich sparen und da halt reinstecken. Ja, und falls ich mal ein Video bringen sollte, welche Elemente gut passen, habe ich ja bestimmt schon gesagt, lasst gerne ein Abo da. Hat mich sehr gefreut auf ein erstes Video. Dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Video.